Rosi van Tutte, so machen es alle Frauen. Bei Mozart gibt es aber noch einen zweiten Titel, Die Schule der Liebenden. Und den haben wir uns für die Inszenierung etwas genauer ins Licht gerückt und haben die Schule als Ort der Handlung im Bühnenbild festgelegt. Das Stück kriegt eine allgemeine philosophische Dimension, in der die Frage nach der Lebensplanung junger Menschen erhoben wird, in der aber auch die Frage nach den eigenen Ansprüchen an so grundsätzliche Dinge wie Liebe, Treue, Verlässlichkeit gestellt wird. Und das ist eigentlich ein sehr spannendes Stück und eines der, wie ich finde, genialsten dramaturgischen Konstrukte, die Mozart vertont hat.